Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen und halte eingangs fest, es gibt keinen Grund zum Jubeln, aber auch keinen Grund zur Aufregung, sondern es gibt heute einen Grund zur Anerkennung, wie schnell, wie umsichtig und auch transparent meine Beschwerdeführung beim Verfassungsgerichtshof gewichtet, geprüft und am Ende auch beurteilt wurde. Und der heutige VfGH-Entscheid ist, wenn man so will, auch ein Gewinn für den Rechtsstaat, für die Rechtsstaatlichkeit, für die Demokratie, aber auch für die Bürger, wenn es um die Rechtssicherheit der Wähler geht. Als Beschwerdeführer bin ich meiner staatspolitischen, aber auch demokratiepolitischen Verantwortung und Verpflichtung nachgekommen, massive gesetzliche Verfehlungen, aber auch Unregelmäßigkeiten, welche eine Manipulation möglich gemacht haben könnte, auch dieser nachzukommen. Und wir haben bei 94 von 117 Bezirkswahlbehörden eine Situation gehabt, wo es Gesetzwidrigkeiten gab. Es sind dann in der Folge vom Verfassungsgerichtshof 20 sehr, sehr genau und gewissenhaft überprüft worden, wo sich in der Regel das auch bestätigt hat. Und wir haben über 77.000 Briefwahlstimmen sind vom Verfassungsgerichtshof überprüft worden. Und damit ist natürlich auch eine Relevanz gegeben und letztlich auch mit der heutigen Entscheidung das Vertrauen in den Rechtsstaat sichergestellt worden. Der VfGH hat diese gesetzlichen Verfehlungen auch als inakzeptabel bewertet, hat einen sehr, sehr klaren und zu respektierenden Beschluss auch in Richtung einer Wahlwiederholung heute gefasst. Und der Rechtsstaat hat damit seine Verlässlichkeit, aber auch seine Funktionsfähigkeit gezeigt und bewiesen. Denn gerade wenn es um die Grundfesten der Demokratie geht, wenn es um faire, korrekte und geheime Wahlen geht, ist es ganz besonders wichtig, auch die gesetzliche Korrektheit auch hier sicherzustellen. Und die rechtlichen Verfehlungen im Rahmen der Auszählung von Briefwahlstimmen sind daher auch nicht zu tolerieren und da kann man auch nicht zur Tagesordnung übergehen. In erster Linie muss man auch sagen, trifft natürlich die Verantwortung für die gesetzlichen Verfehlungen, die stattgefunden haben, die Bundeswahlbehörde. Denn die hat auch die entsprechende Aufsichtspflicht. Wenn in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auch die Wahlbeisitzer ein Thema waren, so muss man sagen, man hat hier die Wahlbehördenleiter im Wesentlichen vergessen. Und die Wahlbehördenleiter haben, wie sich herausgestellt hat, zum Teil gesetzeswidrig, auch, ich sage mit unbefugten Personen, vor der gesetzlich vorgesehenen Zeit, ohne Einladung und ohne Beisein der Wahlzeiger und Wahlbeobachter, nämlich aller Parteien, die Briefwahlstimmen aussortiert oder auch zum Teil als nichtig erklärt oder auch die Kuverts geöffnet und mit Auszählung Schritten begonnen. Und genau das sieht das Gesetz nicht vor. Durch diese Gesetzeswidrigkeit kann in diesem Zeitraum alles Mögliche passiert sein. Auch eine Manipulation. Die hat der Verfassungsgerichtshof gar nicht überprüft. Alleine, dass es möglich gewesen sein könnte, ist in der bestehenden Judikatur heute letztlich auch nicht zulässig. Er hat daher auch nicht ausgeschlossen, dass es keine Manipulation gegeben hat. Auch das halte ich ausdrücklich fest. Und wenn wir auch gegenüberstellen, dass ein Beweis für eine Manipulation daher vom Verfassungsgerichtshof eben gar nicht geprüft wurde und auch gar nicht notwendig gewesen ist, sondern einfach die Möglichkeit durch die Gesetzeswidrigkeiten für eine Manipulation ausgereicht haben, dann muss man das auch als Faktum sozusagen stehen lassen. Und deshalb auch vielleicht noch einmal zur Klarstellung, weil das immer wieder auch da oder dort anders dargestellt wurde, es ist eben ausdrücklich auch nicht festgestellt worden, dass es keine Manipulation gegeben hat, denn das war gar nicht Gegenstand der Prüfung. Eine VfGH-Entscheidung, wie sie getroffen wurde, ist auf alle Fälle in der Form, wie sie getroffen wurde, sehr, sehr neu und positiv gewesen, indem man nämlich
die Öffentlichkeit eingebunden hat, indem man das Verfahren transparent gestaltet hat und nicht hinter verschlossenen Türen. Und das war ein sehr, sehr positiver, völlig neuer Zugang auch des Verfassungsgerichtshofes angesichts dieser schweren Vorwürfe und der massiven Unregelmäßigkeiten, die im Raum gestanden sind und dann bestätigt worden sind. Und die VfGH-Entscheidung ist daher ein Gewinn für unsere Demokratie, ein Gewinn auch für den Rechtsstaat, aber auch für Gerechtigkeit. Und da muss man auch festhalten, dass aufgrund der Entscheidung, die der VfGH getroffen hat, die vergangene Stichwahl eben nicht rechtskonform gewesen ist. Und auch in der offenen Frist aufgrund der massiven Unregelmäßigkeiten auch ein Einspruch und eine Beschwerde erfolgt ist und den massiven gesetzlichen Unregelmäßigkeiten auch vom Verfassungsgerichtshof stattgegeben wurde. De facto ist daher die letzte Stichwahl null und nichtig und daher zu wiederholen. Ich sage, Handlungsbedarf ist natürlich gegeben, nicht nur wenn es um die rechtskonforme Auszählung von Briefwahlkarten letztlich geht, sondern auch grundsätzlich, aber das war nicht sozusagen auch letztlich unsere Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof. Aber man muss das schon auch zusätzlich bewerten, dass die Briefwahl in der heutigen Form, wie sie gegeben ist, von Beginn an auch zu heftiger Kritik unserer Seite geführt hat, weil wir in vielen Bereichen letztlich die verfassungsrechtliche Situation hier als nicht gewährleistet ansehen. Wenn man nicht persönlich seine Briefwahlkarte bestellen muss, wenn das geheime Wahlrecht in vielen Bereichen nicht gesichert ist, und auch andere Mechanismen der Fall sind, dann muss man das kritisch bewerten und wir fordern auch natürlich eine Änderung dieser Briefwahlverordnung. Und das muss unterschiedliche Bereiche beinhalten, ob das jetzt den Bereich der Wählerevidenz betrifft, die man veröffentlichen sollte, wo man auch sicherstellen sollte, dass die Bestellung auch nur persönlich auch stattfinden kann und auch die Abholung und dass man auch letztlich den eigentlichen Grund der Briefwahl-Einführung wieder in den Vordergrund rückt, nämlich dass jene Österreicher, die sich zum Wahlzeitpunkt nicht in Österreich befinden, diese Briefwahlmöglichkeit erhalten können sollen, aber jene, die sich in Österreich aufhalten, mit einer Wahlkarte überall in Österreich wählen können. Und ich denke, dass hier selbstverständlich Handlungsbedarf gegeben ist und wir werden diese Diskussion einer notwendigen Verbesserung auch in diesem Bereich natürlich auch führen. Ich sage noch einmal zum Abschluss, Gewinner ist heute die Demokratie und der Rechtsstaat, das sind die Gewinner des heutigen Tages. Der Bürger ist auch Gewinner, der kann sich nämlich darauf verlassen, dass bei so massiven gesetzlichen Unregelmäßigkeiten, ich sage, das sind keine Schlampereien gewesen, sondern das waren massive gesetzliche Unregelmäßigkeiten, unser Verfassungsgerichtshof das nicht im Raum stehen lässt und es auch die entsprechenden Konsequenzen nach sich zieht. Eine Verlässlichkeit, die gegeben ist in unserem Rechtsstaat, wenn es um die Grundfesten der Demokratie geht, um geheime, korrekte und faire Wahlen geht. Und das hat eben einen ganz besonders hohen Stellenwert. Ich sage, so wie beim Steuerbetrug, wenn man eine Finanzerklärung falsch ausfüllt und das auch bewusst macht, ist das kein Kavaliersdelikt. Und natürlich kann ein Gesetzesbruch im Rahmen gerade von demokratischen Wahlen, wenn es darum geht, faire, korrekte und demokratische Wahlen sicherzustellen, auch kein Kavaliersdelikt sein. Und ich sage ganz bewusst, es gibt daher keinen Vorwurf an die vielen ehrenamtlichen Wahlbeisitzer. Diese haben den Juristen der Bezirkswahlbehörden und den Leitern geglaubt. Und viele, viele ehrenamtliche Wahlbeisitzer, die keine juristische Ausbildung haben, sind natürlich davon ausgegangen, dass die Behördenleiter als Juristen hier auch korrekt vorgehen werden. Und ohne das Einbekennen der Wahlbeisitzer wäre auch die Aufklärung nicht möglich gewesen. Das heißt, ich danke den Wahlbeisitzern für ihre gelebte Courage, dass sie im Nachhinein, als sie draufgekommen sind, dass das nicht rechtskonform abgelaufen ist, auch den Mut und die Courage gehabt haben, das auch einzugestehen und aufzuzeigen, aufzudecken und damit die Chance überhaupt möglich gemacht haben, das in Zukunft abzustellen. Und das ist ein ganz großer Verdienst, dass man nach Überprüfung dann die Fehler auch erkannt und eingestanden hat. Es wäre absurd, sage ich auch nur, wenn die heutige Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für den Rechtsstaat und für den Bürger so ausgelegt werden würde, wie man das auch von Beginn an versucht hat, da oder dort zu machen, das als schlechten Verlierer darzustellen. Nein,
Das ist es mit Sicherheit nicht, sondern da geht es um die Grundfesten unserer Demokratie, da geht es um das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat und dieses Vertrauen ist hergestellt und gesichert und da kann man nur großen Respekt und Anerkennung auch zollen.